Jedes fünfte Kleidungsstück im Umlauf wird nicht getragen. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist einem klar, wieso Kleidungsstücke auf dem Markt sind, gerade im Secondhand-Bereich, die fast makellos sind. Und ich möchte dir in diesem Format zeigen, dass du durchweg auch Secondhand dich wunderbar kleiden kannst. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Das hier ist ja so ein Format, wo ich zeige, dass ich mit meiner Entscheidung nur noch Secondhand zu kaufen und das, was ich neu kaufen muss, für Fashion kaufe, dass das eine gute Entscheidung ist, dass ich da überhaupt keine Einbußen habe, dass man sich natürlich umdenken muss. Du kannst nicht einfach losziehen und sagen, du brauchst jetzt ein weißes Hemd, dass du dann auch ein weißes Hemd findest. Das ist immer so eine Glückssache. Und in Städten wie in Berlin mit Humana ist es natürlich einfacher, Secondhand zu kaufen. Und ich beziehe ja das meiste eigentlich online, Secondhand. Das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Und bevor wir jetzt lange ins Schwätzen kommen, zeige ich euch, was ich die letzten 2 Wochen getragen habe. Und die erste Woche hat so ein bisschen so angefangen, dass ich alles irgendwie tollpatschigerweise immer dreckig gemacht habe. Kennt ihr das? Ihr könnt eine Sache 3 Tage am Stück anhaben, passiert nichts, zieht ihr was Frisches an, dreckig. Wir legen mal mit Outfit Nummer 1 los. Ich habe eine Handvoll Fair Fashion Klamotten. Dazu gehören meine Athletics. Auf die bin ich stolz. Ich möchte mir dieses Jahr auch nochmals welche kaufen, weil ich komme mit den Schuhen einfach richtig gut klar und ich brauche halt einfach auch bequeme Ballerinas und möchte die eben neu haben. Bei Schuhen ist es halt immer so eine Sache und ich fand diese Entscheidung damals, die Athletics zu kaufen, schon richtig gut und möchte halt das auch nochmals unterstützen. Dazu gibt es ein extra Video, verlinke ich dir unter dem i, wenn ich es nicht vergesse. Dazu meine 1,50 oder hatte 2 Euro blaue Esprit-Hose habe ich angehabt. Die ist leider ein bisschen zu groß. Ich habe sie zwar schon mal gekocht, bei 80 Grad, 80 Grad waren es. Ich habe gedacht, sie ist ein bisschen eingegangen, war dann doch nicht so, als ich sie eine ganze Weile dann anhatte. Ich habe dann darunter ein schwarzes Eco-Fashion-Unterhemd an. Da achte ich eben, wie schon erwähnt, darauf, wenn ich Sachen neu kaufe, dass ich eben Eco-Fashion verwende. Und gerade bei so Unterhemden und Unterwäsche ist es natürlich für mich schon so was, das kann man locker kaufen. Also das kostet auch nicht wesentlich mehr. Dazu trage ich ein Spitzenoberteil, das ebenfalls Secondhand ist. Das war mal ein H&M-Oberteil und da es zu dem Zeitpunkt einfach viel zu kalt war, habe ich eine Strickjacke dazu gehabt. Weil so richtig T-Shirt-mäßig kannst du noch nicht ja, rumlaufen, es ist einfach noch zu kalt. Outfit Nummer 2 und beim Outfit Nummer 2 habe ich eine Sache gelernt, auf die komme ich jetzt zurück. Und zwar trage ich ein Oberteil von Coquet. Das hätte ich mir niemals so gekauft. Aber ich habe es relativ günstig bei Jubab geschossen. Dazu wieder die blaue Esprit-Hose. Und jetzt kommt das, was ich für mich auch gelernt habe. Du musst einfach auch im Secondhand-Bereich auf Qualität achten, weil sonst schmeißt du die Sachen innerhalb von kurzer Zeit wieder weg. Und so war es mit meinen schwarzen Schuhen. Die sind hinten am Absatz einfach mal gebrochen. Das ist noch nie mit einem Schuh passiert. Und man hört ja das ein oder andere von Primark-Mode. Ich habe ja eine Jacke noch, die von Primark ist. Natürlich nicht direkt gekauft, sondern Secondhand gekauft. Aber die Schuhe haben schon gar nichts getaugt. Das kann man an der Stelle schon sagen. Das finde ich irgendwie schon fast traurig, dass sowas so schnell kaputt geht. Und das fällt halt natürlich auch in diese Wegwerfgesellschaft hinein. Ich werde dir unten mal im ersten Kommentar einen tollen Beitrag von Greenpeace mal unten rein verlinken. Falls das nicht im ersten Kommentar ist, guckst du einfach mal in die Infobox rein. Und da wird das Ganze nochmals beschrieben, eben die Tatsache, dass jedes fünfte Kleidungsstück nicht genutzt wird.
Und wenn man sich das so vorstellt, weil ich ziehe alle meine Kleidungsstücke inzwischen an. Klar, es war schon mal anders, aber inzwischen ziehe ich alles regelmäßig an. Das dritte Outfit besteht aus dem Pulli, den ich heute anhabe, und meiner blauen Stoffhose. Die wäre einfach so perfekt, wenn wir sie ein bisschen enger. Ich werde die, glaube ich, echt noch zur Schneiderin bringen, weil ich das Teil einfach echt gerne mag. Und das hat sie gekostet 1,50 also oder 1 Euro. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Sie war auf jeden Fall richtig, richtig günstig. Ich glaube, 2,50 hat sie gekostet. Ebenfalls natürlich Secondhand. Dazu trage ich meine grünen Pumas. Und das ist für mich auch ein Schuh, den ich echt saumäßig gerne mag. Ich bin allerdings auch so ein bisschen bei dem Schuh entsetzt. Hatte mal welche, die haben ewig gehalten. Und die sind hinten, also wo der Schuh, also wo du reinschlupfst, hinten ist es schon ziemlich abgerieben, und das innerhalb von einem Jahr hätte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt. Im nächsten Outfit trage ich meine grüne Stoffhose, die ich auch mal bei Hubert gekauft habe, und meinen Esprit-Pulli mit diesen Trockenblumen, den ich in Übergröße, das war so eine komische Übergröße, wo ihr mir gesagt habt, das ist für Jugendliche. Habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, auch für 2 Euro oder so. Und ich finde das manchmal faszinierend. Ich zähle manchmal den Wert meiner Kleidungsstücke, so was es gekostet hat. Und finde es halt total witzig, weil das Gegenteil gab es mal eine Zeit lang auf YouTube, dass Leute halt mit ihren Klamotten angegeben haben. Ich gebe immer an, weil sie so wenig gekostet haben. Dazu trage ich meine hellen Chelsea Boots, die ich inzwischen echt unwahrscheinlich gerne mag. Die habe ich auch super günstig geschossen. Die sind von der Sohle her nicht so wie die schwarzen. Ganz anders. Super bequem, allerdings beim besten Willen nicht wasserdicht. Das ist das Einzige, was mich an dem Schuh so ein bisschen stört. Im nächsten Outfit trage ich mein goldbraunes Oberteil, das ich jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen kaputt geliebt habe. Aber ich ziehe das echt gerne an. Ist von der Marke Street One, hätte ich früher, ich sag's immer so schön, nie mit dem Arsch angeguckt. Also seit ich Secondhand beziehe, ziehe ich eben auch Klamotten von Marken an, die ich früher nie angezogen hätte, niemals. Und so lernt man einfach halt auch seine Vorurteile abzulegen. Das finde ich total interessant. Ihr habt es auch schon von vielen anderen gehört, dass die einfach diese Vorurteile bestimmter Marken einfach beiseite geschafft haben. Früher hat man sehr schnell gesagt, das und das ist altbacken und so. Und heute interessiert mich das halt gar nicht mehr. Dazu trage ich meine LTB Jeans. Die habe ich von Hubert. Finde ich super geschickt, so gebrauchte Hosen bei Hubert zu kaufen, weil man hat die Möglichkeit, das eben wieder zurückzuschicken. Ich sage immer so schön, von 10 Hosen passen mir 11 nicht, und ich bestelle mir immer so 4 Stück. Und wenn die halt nicht passen, gehen sie allesamt wieder zurück. Die LTB, die war bei einer Bestellung dabei, wo ich tatsächlich nur einmal bestellen musste für Hosen. Und 2 haben tatsächlich gepasst. Das war natürlich richtig cool. Und dazu trage ich auch ebenfalls wieder die hellen Chelsea Boots. Langsam wird es so ein bisschen wärmer und man muss sich nicht mehr so dick und fett anziehen. Bei dem Outfit trage ich jetzt einen Pulli, der nicht ganz so dick ist. Der ist von Only ursprünglich. Habe ich auch gebraucht, natürlich von Hubert. Was ich an dem so ein bisschen schlecht finde, ist, er hat ziemlich viel Synthetik drin. Das bedeutet immer, du kannst eine Sache zweimal tragen und dann musst du sie auf jeden Fall waschen. Und waschen oder übermäßiges Waschen bedeutet für ein Kleidungsstück immer, dass es nicht unwahrscheinlich lange hält. Das muss man sich immer vor Augen halten. Deswegen achte ich da inzwischen schon so ein bisschen, welche Synthetik verarbeitet ist. Und greife aber stellenweise halt immer noch so ein bisschen ins Klo, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu trage ich jetzt meine 1,50 Hose. Die habe ich ja so getauft. Die passt von der Länge 1A, tipptopp. Ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal eine Hose gekauft habe, die gepasst hat. Ohne Witz. Also es ist tatsächlich so, von 10 Hosen passen 11 nicht, sage ich jedes Mal so ein Spaß.
Zu dieser Kombination trage ich dann auch meine hellen Chelsea Boots wieder. Die sind dieses Mal unwahrscheinlich viel in Gebrauch gewesen, durch das, dass ich eben die schwarzen Stiefel wegschmeißen musste. Tat schon so ein bisschen weh, wenn Schuhe einfach brechen, wenn die Sohle einfach bricht. Schon Unding. Letztes Outfit ist heute, und zwar trage ich wieder den schwarz-weiß gestreiften Pulli. Den habe ich aus dem Kleiderladen. Der hat mich auch 2 Euro gekostet, mehr war das auch nicht. Dazu trage ich eine Jeans wieder, und zwar die LTB. Wusstet ihr, dass man zur Herstellung einer Jeans 7000 Liter Wasser braucht? Einer einzigen. Und dass Chemikalien eingesetzt werden, die krebserregend sind beispielsweise und die Umwelt extremst belasten. Jeans ist ein sehr, sehr schwieriges Kleidungsstück. Das weiß ich schon länger. Gerade auch, wenn man sich Jeans kauft, die so ein bisschen abgebraucht sind. Das sollte man lieber darauf achten, dass man das nicht unterstützt, weil das hergestellt wird unter immens schwierigen Situationen. Also die Arbeiter werden dadurch auch krank, weil sie die Sachen sandstrahlen müssen und dann Lungenkrankheiten kriegen und so weiter. Armed Angel verkauft Jeans, die fair hergestellt werden. Das sind die einzigsten, die ich kenne. Kenne mich da in dem Bereich auch nicht so gut aus. Aber da kann ich euch wirklich sagen, bei Jeans, es sind so viele Kleidungsstücke auf dem Markt, auch Jeans, dass man ohne weiteres gebrauchte Hosen kaufen kann, ohne sich irgendwie anzustrengen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Auch wenn ich jetzt beispielsweise in einen Kleiderladen gehe oder in unseren Secondhand-Laden, da gibt es immer Jeans. Das hätte ich nicht gedacht. Und gerade bei Jubab ist es echt einfach, sowas zu holen. Zu meinem Outfit, und das habe ich jetzt ja vergessen, trage ich wieder die hellen Chelsea Boots. Durch das, dass ich eben die schwarzen Schuhe weggeschmissen habe, ja, kommen die viel häufiger zum Einsatz. Ich mag die gerne, wie schon gesagt, sie sind nicht wasserdicht und werde mir, denke ich, auch noch schwarze Schuhe besorgen, weil die passen einfach zu den meisten Sachen, die ich eben so habe. Die Helme passen halt nicht überall dazu. Mit dem Thema Secondhand, da wächst man so rein. Ja, also ich bin auch nicht gleich perfekt gewesen und habe auch erstmal noch Normalklamotten gekauft und habe einzelne Teile auf dem Flohmarkt und im Secondhand-Laden eingekauft. Unsere ganz und gar nicht Mentalität finde ich ganz schlimm. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass unser Konsum einen Backlash hat. Dass wir hinterfragen, was wir kaufen, das ist auch ganz wichtig. Hängt es nur im Kleiderschrank? Ist es eins von diesen 5 Kleidungsstücken, das nicht getragen wird beispielsweise? Muss ich das jetzt kaufen? Kaufe ich aus dem Impuls heraus? Und es muss einem halt einfach auch bewusst sein, dass Kleidung etwas wert sein muss. Ich habe mir jetzt vor kurzem Leggings gekauft für, was hat sie mich gekostet? Über 30 Euro. Und da muss ich selbst für mich noch mit mir ausdiskutieren, ist es da angebracht, diesen Geizhals rauszuhängen, oder ist es wirklich so, dass dieses Kleidungsstück das einfach wert ist? Ja, weil eine Leggings von H&M kostet, glaube ich, 10 Euro oder so. Also man wächst in die Sache rein, und wenn man bei der einen Sache eben was sparen kann, kann man durchweg diese Kleidung, diese Fair-Fashion-Kleidung auch kaufen. Und gerade bei Jeans ist es halt einfach so, die Herstellung ist immens schädlich für unsere Natur. Und brauchen wir so viele Hosen? Und ich hätte nicht gedacht, dass eben gerade allgemein Kleidung so schnell nichts mehr wert ist. Es ist so viel Kleidung im Umlauf, weil wir immer ständig irgendwas Neues haben müssen. Und das ist absolut nicht notwendig. Also ich falle absolut nicht unter diese Statistik, dass jedes 5. Kleidungsstück nicht getragen wird oder vergessen wird. Bei mir wird einfach alles getragen, aber ich musste halt erstmal auch so ein bisschen aussortieren, gebe ich an der Stelle schon zu. Also du guckst entweder den ersten Kommentar an oder in die Infobox, weil ich werde dieses Video fortdrehen. Es kann sein, dass ich den ersten Kommentar vergesse. Einfach in die Infobox dann reingucken. Da gibt es diesen Greenpeace-Beitrag. Das ist ganz interessant. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat.
Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.